Und mich würde tatsächlich interessieren, warum man Leserbriefe ungeprüft, wenn die solche Aussagen enthalten, ungeprüft abdruckt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das schon. Ich melde mich heute hier aus einer kleinen Grünfläche nähe Treptower Park. Habe mir versucht, ein etwas ruhigeres Plätzchen zu suchen. Ich hoffe, es geht mit den Hintergrundgeräuschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum melde ich mich heute? Ich melde mich heute deswegen. Die letzte ADAC Motorwelt, Ausgabe 7 und 8 2019. Da sind einige sehr interessante Elektromobilitätsberichte drin, unter anderem über E-Roller, beispielsweise die E-Spalbe, Uno, NIO und so weiter und so fort. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, alles, was man mit dem kleinen, mit dem Versicherungskennzeichen fahren kann. Was ist denn aber jetzt das Problem an dieser ADAC Motorwelt? Naja, das kann ich euch ganz einfach sagen. Das Problem an der ADAC Motorwelt ist nicht die E-Mobilitätsberichte, die, ich sag, ausgewogen sind. Sie sind nicht durchweg positiv, sondern es werden natürlich auch Probleme angesprochen, aber sie sind auf jeden Fall ausgewogen. Natürlich kommen auch wieder ein paar SUVs drin vor, Schiffsreisen und so weiter und so fort. Und man bekommt auch 50% auf dem Treppenlift, super toll. Aber mir geht es halt heute um die Leserbriefe. Meine Frage an die ADAC ist, warum werden Leserbriefe ungeprüft abgedruckt? Jeder kann seine Meinung haben und kann diese Meinung auch frei kundtun. So sind hier zum Beispiel zwei Leserbriefe. Einer schreibt, dass Elektrofahrzeuge qualitativ einfach zu so einem Preis nur zu haben sind, dass sie einer gewissen Oberschicht vorbehalten bleiben und man kann halt in die Kostenfalle Akkuerneuerung tappen. Ein anderer schreibt, er ist seit 2 Jahren elektrisch unterwegs und würde nichts anderes mehr fahren. Das sind einfach persönliche Meinungen, das sind Feedbacks auf die einzelnen Berichte aus der ADAC Motorwelt. Das ist okay, aber unter dem ersten genannten Leserbrief, der noch schreibt, er hat Angst, in diese Kostenfalle Akkuerneuerung zu tappen, schreibt ein Leser, und zwar ein Christian Lange aus Speyer. Und ich blende es hier mal ein. Er schreibt, ich lese es mal vor, bei meinem Smart 451 ist nun nach 5 Jahren die Batterie defekt. Die Kosten für den Austausch liegen bei 17.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Liefertermin ist etwa im September. Der Kleine ist nun ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich stelle ihn in den Garten, werde ihn grün bepflanzen und wieder mit meinem Diesel zur Arbeit fahren. Lieber Christian Lange aus Speyer, wenn du dieses Video siehst, dann schreib uns auch in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail an youtube@igembb.de. Warum machen wir hier für dich extra ein Video? Naja, weil wir uns einerseits gewundert haben über die 17.000 Euro für einen Smart 451 Akku. Unsere Recherchen haben ergeben, dass ein Smart Akku, je nach Modelljahr, also auch Kapazität, zwischen 8.000 und 12.000 Euro kostet. Dazu kommt dann aber auch noch der Umstand, dass ein alter Akku, zwar auch wenn er platt ist und kaputt ist, immer noch einen gewissen Grundwert hat. Denn die einzelnen Zellen sind immer noch zu gebrauchen. Es gibt eigentlich keinen Akku, wo alle Zellen mit einmal kaputt gehen, sondern die einzelnen Zellen sind immer noch zu gebrauchen. Die defekten Zellen können ausgetauscht werden. Der Akku kann wieder aufbereitet werden. Auch das wurde uns seitens Smart bestätigt, dass man das wohl macht. Dass man die Akkus auf jeden Fall, die alten defekten, auch wieder aufbereitet. So, nun bekommt man für den alten Akku natürlich noch Geld. Und Mercedes sagte uns, das wird so zwischen 3.000 und 6.000 Euro liegen. Und je nachdem, wenn wir da die Mitte nehmen, dann liegen wir bei ungefähr 4.500 Euro. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt den teuersten Akku nehme von 12.000 Euro, dort 3.500 Euro abziehe für den alten Akku, dann liegen wir bei gut 8.500 Euro. Richtig? Nach Adam Riese und Eva Zwerg, glaube ich, ja. Und dann kommt noch Montagekosten in Höhe von 500 bis 1000 Euro, je nach Aufwand dazu. Das heißt, dann sind wir wieder bei 9.500 Euro. Das ist natürlich immer noch eine Stange Geld, aber
bei Weitem keine 17.000 Euro. Jetzt könnte der Pfennigfuchser kommen und könnte sagen, naja, wie hoch waren denn tatsächlich die Wartungskosten in den 5 Jahren und das vergleichen mit den Wartungskosten eines Verbrenners in 5 Jahren. Soweit will ich gar nicht in die Materie gehen. Mir geht es einzig und allein darum, dass der ADAC hier mit diesem Leserbrief eine gewisse Grundstimmung in diesem Land mit befeuert. Und die Grundstimmung ist, die man immer wieder in den sozialen Medien erkennen kann, dass wir einfach immer wieder zu hören bekommen, ja, die E-Mobilität ist von der Wirtschaft und von der Politik gewollt, damit man da nochmal Geld macht. Aber eigentlich ist sie nicht alltagstauglich, nicht praxistauglich. Sie funktioniert nicht, sie ist viel zu teuer und so weiter und so fort. So, und wenn ich eine Zeitschrift mache, die teilweise nur so vor E-Mobilitätsberichten strotzt und E-Mobilitätswerbung und dann relativ weit am hinten am Ende dann solche Leserbriefe abdrucke, wie auch zum Beispiel Bernd Neuenfeld kam per E-Mail, ich habe gerade in der ADAC Motorwelt die Informationen über die E-Mobilität gelesen, das hätte ich mir sparen können, weil diese Art der Fortbewegung für mich nicht in Frage kommt. Wenn ich ein Auto kaufen wollte in der Klasse, die ich zurzeit fahre, müsste ich etwa 80.000 Euro investieren. Von einem Auto dieser Preisklasse erwarte ich aber mehr, als mit einem Elektroauto möglich ist. Da sollte man dazu sagen, also immer wenn Behauptungen aufgestellt werden, jeder kann seine Meinung äußern, das ist alles völlig in Ordnung, aber immer wenn Behauptungen aufgestellt werden, wenn Zahlen, Daten, Fakten genannt werden, dann werden wir hellhörig und dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall schon mal nachprüfen, wo liegen denn die Anforderungen eines Herrn Neuenfeld oder was ist denn das für ein besonderer Smart beim Herrn Lange? Man sollte auch dazu sagen, falls es jetzt E-Mobilitätskritiker sehen, der Smart ED war bei weitem kein Fahrzeug, bei dem irgendetwas Standard war. Das bedeutet, das waren Sonderanfertigungen, die Batteriezellen oder die Batteriepacks, die dort verbaut wurden und dementsprechend sind diese im Verhältnis natürlich noch relativ teuer. Der, wenn ich richtig informiert bin, der Smart hat so zwischen 14 und 16 Kilowattstunden Akku. Dafür sind dann natürlich mit Umbau, mit Rücknahme des Alt-AUG-Akkus und allem drum und dran 9.500 Euro schon relativ viel Geld, denn der ein oder andere weiß es, ich fahre einen Hyundai Ioniq Electric. Der hat einen 28 Kilowattstunden Akku, das heißt also, dieser Akku ist doppelt so groß und die offizielle Aussage seitens Hyundai mir gegenüber ist, dieser neue Akku würde 8.000 Euro kosten und auch dort bekomme ich natürlich noch eine Art, einen Gegenpreis für meinen alten Akku, je nach Zustand. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viele Zellen sind tatsächlich beschädigt, wie gut kann man die austauschen, wie kommt man daran und so weiter und so fort. Das soll nur kurz der Aufreger für diese Woche gewesen sein. Ich bin Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, dann bekommt ihr auch top aktuelle News. Ich verlinke hier oben auch nochmal das Video von Stefan und mir, wo wir darüber berichten, über den Streit zwischen dem Berliner Senat und Innogy, der jetzt beigelegt ist. Dort gab es einen Vergleich, aber Näheres in dem Video. Und bleibt weiter dran, fahrt elektrisch und bis bald. Ciao.